Sag mal Hallo. Hallo und einen schönen guten Tag. Ihr seid wieder dabei und das freut uns sehr. Dieses Mal haben wir ein Thema, wo wir uns so ein bisschen rumgedrückt haben die ganze Zeit. Wir haben von euch so viele Anfragen bekommen, so viele, die uns schreiben. Und wir sind so froh und auch dankbar darüber, dass euer Interesse an unserer Person auch dermaßen stark ist. Und natürlich ist es auch das, weil wir beide ebenso unterschiedlich sind. Und nicht nur vom Alter her, vielleicht auch vom Typ her. Und deswegen haben wir uns heute mal gedacht, okay, wir gehen mal auf euren Wunsch ein und machen mal Beziehungsfragen. Beziehungsfragen? Also es kamen einige Fragen rein. Also ich weiß nicht, ob ich alle so beantworten möchte. Du vielleicht? Wer weiß. Ich habe mal alles hier vorbereitet und ich scroll mal hin und her und wir fangen einfach an. Ich erzähle mal, was hier steht und wir beantworten die Fragen. Okay. Bist du offen? Ja. Bin gespannt. Also zum Beispiel, hier fragt jemand, was war der letzte Zeitpunkt nach einem Krach, ohne dass ihr miteinander geredet habt. Das heißt also, ich glaube, derjenige möchte wissen, wie lange halten wir beide es aus, wenn wir Krach haben, dass wir nicht miteinander reden? Halber Tag. Oh, ich könnte es auch länger aushalten, aber du kommst eher an, gell? Ja, ich glaube, Thomas kommt eher an. Ich glaube, der kann nicht so gut Krach vertragen. Ich bin dann schon mal und schmolle ein bisschen länger. Also, einen halben Tag halten wir aus. Na gut. Dann hat jemand gefragt, wer hat eigentlich entschieden von uns beiden, also der fragte, wer von euch beiden hat entschieden, dass ihr eine Beziehung haben wollt? Du. Ich? Ja. Wieso ich? Denke ich. Erzähl. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, aber du warst schon eher die treibende Kraft, auch was Pläne und sowas anbetrifft. Hab ich dich gefesselt und rübergezogen nach Thailand? Nee, komm, jetzt antworte auch richtig. Nee, aber ich denke schon, dass du die treibende Kraft warst. Oder siehst du es anders? Ja, klar sehe ich das anders. Seht ihr, es fängt schon an. Es fängt schon an. Moment, als wir uns getroffen haben, war das für uns beide nur Spaß, ne? Wir lernen uns mal kennen, so haben wir gedacht. Aber dann war klar, dass ich ja in Thailand lebe und du in Deutschland. Und ich habe dann, glaube ich, ja, das kann schon sein, dass ich gefragt habe, wie machen wir jetzt weiter? Und du hast das, glaube ich, sehr offen gelassen. Ja. Aber, als ich dann zurückgeflogen bin, genau 3 Monate später bekam ich dann von dir ein Schreiben. Also wer war die treibende Kraft? Hier, rechts neben mir, der mir nämlich dann geschrieben hat, hallo, ich kann dich nicht vergessen. Soll ich noch mehr ausplaudern? Nee. Ja. Genau, also es war Thomas, nicht ich. Nein, ich hatte ihn schon abgeschrieben. Nein. Das ist auch nett. Das ist eine ganz nette Frage, eine süße Frage. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Warte mal. Wart ihr von Beginn an fasziniert voneinander und warum? Ja, und warum? Ja, fasziniert und warum? Weil ich so eine Frau noch nicht gekannt habe. Wie, so eine Frau? Ja. Sonne habe ich nicht gekannt. Was heißt das? So, Sonne habe ich nicht gekannt. Was meinst du damit? So eine Frau? Ja, so in der Art. Und wenn wir weitergehen, dann, warte mal, da fragt hier tatsächlich jemand, tragt ihr die Kleidung des anderen? Nein. Es gibt ja Leute, habe ich mal gehört, die tragen die Shirts oder schlafen in den Shirts vom anderen, wenn der nicht da ist. Oder deine Socken, die trage ich mal. Ja, aber nur aus Mangel an Eigenbesitz. Meine Socken landen immer irgendwo und die finde ich dann nicht mehr. Das stimmt, genau. Ja, aber sonst nein. Nein, ne? Nein. Was haben wir noch? Wer lügt besser von euch beiden, fragt hier jemand. Das ist schwierig. Ich glaube, du. Wieso? Du lügst so, wie soll man das sagen?
So überzeugend? Nein. So hintenrum. Hintenrum? Ja, nicht so offensichtlich. Das heißt, ich schummel nur ein bisschen. Ja, und das sehr häufig. Ich lüge den ganzen Tag. Alles, was ich sage, ist gelogen. Das will Thomas jetzt damit andeuten. Nee, aber wie ist denn so wie, ich gehe mal kurz zur Näherin. Kann ich was dafür, wenn auf dem Weg zur Näherin vielleicht noch irgendwas anderes mir passiert oder ich jemand begegne oder so? Das kann ich doch nicht absehen. Das passiert halt mal. Naja, okay. Also er sagt, ich lüge besser. Ja, und du? Ich sag, du lügst. Mehr. Warte mal, heißt das mehr oder besser? Was besser, hat er gefragt? Besser. Wer lügt besser von euch beiden? Na gut, ich lüge besser. Also seine Lügen kriege ich ganz schnell raus. Da hat er schlechte Karten. Was fragt man hier noch? Warte mal. Oh, da fragt wirklich jemand was Nettes auch hier, finde ich schön. Welcher Kinofilm hat euch beiden am meisten begeistert? Können auch unterschiedliche natürlich sein. Warte, aber soll das jetzt so der All-Time-Best sein? Oder? Ich glaube, der Beste, den wir je gesehen haben. Je gesehen haben? Ja, ich weiß. Ich weiß auch. Sag. Avatar. Ja, ich auch. Warum? Boah, weil ich noch nie sowas gesehen habe, diese Vermischung von Surrealen zu Realen. Und ich fand die Figuren toll und ich habe mitgelitten und ich habe sogar mitgeweint, genau, das war so toll. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil, der kommt doch, oder? Ja, soll im Dezember kommen. Mhm. Ich finde aber, für mich war es auch Avatar, weil ich fand, von der Animationstechnik war sowas noch nie da. Mhm. Und B, war auch die Story noch nie da, dass der Mensch, der Außerirdische quasi ist, ja, der auf den Planeten kommt und auch so typisch menschlich handelt, so alle Rohstoffe erstmal einsammeln, ja, und ist völlig egal, was mit den Bewohnern da ist, Hauptsache. Ja. Und ja, aber ich bin wegen dem zweiten Teil ein bisschen skeptisch, weil... Man kann nie wieder was wiederholen, meinst du? Wenn was der All-Time-Best ist. Und der zweite Teil kann eigentlich nur verlieren. Mhm. Das ist wie, hätte der James Cameron, glaube ich, hat den gemacht, hätte der Titanic 2 gemacht. Ist ja vom selben. Der zweite Teil Titanic wäre nur schlechter geworden wie der erste. Obwohl Titanic fand ich auch toll. Das fand ich auch schon toll. Aber ich muss sagen, nee, Avatar war schon der Superfilm. Fand ich auch, das stimmt. Da sehe ich, da fragt jemand, was würdet ihr, wenn ihr könntet, an dem anderen ändern? Basketball. Doch, ich weiß es. Nee. Die impulsive Art abstellen. Dass ich so schnell wütend werde? Ja. Da hat er recht. Ich werde ganz schnell wütend. Weil sie tut immer so. Und dann gibt es hier wilde Schimpftiraden, aber nicht im Streit, sondern nur, weil irgendwas nicht klappt. Und wenn man bei uns dann hier vorbeifährt, kann man das schreiende Haus von Huain erleben. Also so schlimm ist es auch nicht, aber er hat schon recht. Also ich kann schimpfen wie ein Brunnekutscher, aber wirklich. Und böse Wörter. Ich bin dann, ich sitze vor meinem Schreibtisch, wenn was nicht funktioniert am Computer und... ich schimpfe dermaßen böse und unflätig, muss ich auch sagen. Aber ich denke immer, es hört mich ja niemand. Dass er aber ein Zimmer weiter hockt und mich doch hört, daran denke ich in dem Moment nicht. Aber im selben Moment gehe ich hoch und komme auch sofort wieder runter und muss sogar meistens über mich selbst dann lachen, dass ich so aus der Reihe ticke. Aber wenn ich an Thomas was ändern könnte, würde ich mir wünschen, er wäre mehr organisiert. Oh, das macht mich kirre. Das macht mich kirre. Wir haben was vor, wir haben einen Plan und ich habe den unorganisiertesten Mann der Welt. Aber also, es hat bisher immer geklappt. Ha! Darf ich euch nur ganz kurz dazu was sagen? Organisation, ja, du weißt, was ich sagen will. Das allererste Mal, als er hierher nach Thailand kommen wollte, waren wir in einem ständigen Kontakt über WhatsApp und so. Und dann schrieb ich ihm einen Tag vor seinem Abflug, schrieb ich ihm, meine Güte, die Zeit ist jetzt doch so schnell weggegangen, morgen bist du schon da. Und er schreibt mir zurück, morgen? Nee, ich komme übermorgen. Da sage ich, nein, du fliegst morgen um die und die Uhrzeit ab mit dem und dem Flug. Oh, sagt er, ich wäre tatsächlich übermorgen erst zum Flughafen gefahren.
Also das ist Tamas in seiner Art. Nur mal, um euch das kurz zu zeigen. Ah, wie nett, guck mal, da sagt jemand, wer von euch beiden sagt eher nein? Zu anderen Menschen nehme ich an oder zur Situation oder sagt einfach nein? Ganz gleich. Das stimmt. Warum eigentlich? Ich glaube, ich suche immer erstmal das Negative an Sachen, um dann zu entscheiden, ob es gut ist oder nicht. Deshalb pauschal immer erstmal. Er ist immer erst negativ eingestellt, ja, genau. Ne, und sagt, nee, machen wir nicht. Also ich muss dann doch schon immer ein bisschen, guck mal, wir könnten doch und schau mal, das wäre vielleicht nett. Ja, das stimmt. Ja, es ist eher Tamas, das stimmt. Also das haben wir auch gemacht. Genau. Oh, hier steht aber jemand noch eine nette Frage. Pass auf. Habt ihr schon jemals überlegt, Schluss zu machen? Ja, du in jedem Streit. Weil Tina kann nämlich nicht normal streiten, sondern da ist immer gleich Schluss, Scheidung. Aber so im... Nein, du. Hast du schon mal dran gedacht? Noch nie? Nein. In den ganzen 8 Jahren jetzt nicht? Echt? Ja. Nee. Das ist aber nett. Und du? Oh, 1000 Mal. Das stimmt. Das haben wir auch gehabt bei denen. Hast du noch eine hier? Liest da du eine? Fragt jemand, was ist euer Lieblingsreiseziel? Ah. Oh ja, ich. Ja, ich habe schon eins. Ich auch. Die Malediven. Ja. Da sind wir beide gleich. Ja, ich denke, für mich sind die Malediven das Paradies auf Erden. Ja. Und zwar dann nicht auf so eine Rieseninsel mit riesen Hotels, sondern die Insel eher klein, so in 10 Minuten drumherum gelaufen und eben zum Schnorcheln. Mhm. Und der einzige Ort, wo man sich selber nach 10 Tagen auf die Nerven geht und sich zu Tode langweilt, sind die Malediven. Und für mich ist das der höchste Grad der Erholung. Aber ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt das mal in die Kommentare auch reinschreiben. Aber ich finde, wenn du mit deinem Partner auf die Malediven gehst, dann muss ein bisschen Liebe da sein. Weil mit jemandem, das in so einer Einöde, es auszuhalten, so lange miteinander sich beschäftigen, zu lachen, aufzustehen, essen zu gehen, schnorcheln zu gehen, abends nur da zu sitzen, zu schweigen und aufs Meer zu gucken, das kannst du nur mit jemandem, den du gern hast. Ja, das stimmt. Gell? Ja. Also, Vorsicht, nehmt nicht irgendjemanden mit, wenn ihr da mal hingeht. Das kann in die Hose gehen. Und wie? Was haben wir noch? Da schreibt jemand schon. Esst ihr eher Thai oder europäisch? Na, das wisst ihr doch schon. Ja. Ich liebe Thai. Ich liebe Thai. Das knackige Gemüse. Frisch aus der Fritteuse. Nee, nicht deep fried, sondern wirklich im Bock schön gemacht. Ich eher alles andere. Das bedeutet. Aber das ist ja bei dem Thai-Essen das Problem, dass eigentlich alles, was deep fried ist, alles frittiert ist. Also es gibt hier frittiert, wenn ihr Chicken Cashew Nut esst und ist das Hühnchenfleisch frittiert. Es gibt zum Teil auch, dass das Gemüse deep fried ist. Natürlich, gibt frittiert es auch. Ist. Und dann ist es gesunde Gemüse ganz schnell ungesund. Ja, und deswegen, wenn ich irgendwo hingehe, sage ich immer ohne Zucker und nicht deep fried. Ich möchte das nur so haben. Mhm, das stimmt. Was haben wir noch hier? Wo würdet ihr hinziehen, wenn ihr nicht in Thailand wärt? Oder wenn wir die Wahl hätten? Das ist auch gut. Ja. In ein anderes Land. Ich weiß eins. Du weißt eins? Ja. Also ich habe viel nachgedacht. Ecuador und Venezuela und Panama. Nee, nicht was ich glaube nicht, was so real, sondern wenn du dir eins aussuchen würdest. Also wo du gerne leben würdest. Ja, über die habe ich mal nachgedacht. Aber da würde ich auch hinziehen. Oder was meint derjenige? Ja.
aber jetzt kein Sammelsurium von 20 Ländern, wo du hin. Ja, ich weiß. Es ist nur, ich spreche die Sprache nicht. Okay, ihr könnt jetzt sagen, Thai spreche ich auch nicht. Ich finde es schwierig. Vielleicht würde ich an die spanische Südküste ziehen wollen. Ja, vielleicht dahin, Richtung Malaga, die Richtung runter. Weiter runter. Ja. Ich würde aber auch noch mal ganz von vorne anfangen. Oh, Philippinen würde ich auch gehen. Und zwar gibt es da so ein... Ja, aber jetzt muss ich mal entscheiden. Achso, jetzt muss ich mich entscheiden. ich glaube, wenn ich ganz reich wäre, mir nie wieder Geldsorgen machen müsste und überhaupt, ich glaube, ich würde dann Südspanien nehmen. Okay, das und wenn... Und so in Riel? Also so das... Das ist Riel. Nee, das so, ich bin super reich, habe kein Geld und keine Geld. Das ist nicht Riel, da hat er recht. Das stimmt. Wir können ja zwei machen. Ich habe auch ein Riel und ein Unreal. Okay. Okay. Unreal wäre für mich die Karibik, Bahamas und so. Und Real wäre für mich dann Südspanien. Okay. Und du? Für mich wäre Real, Brasilien und unreal, also mit unendlich Geld und nix, wäre es Amerika, die Echt? USA. Ja, ja? Ja. Oh, weil ich finde, man hat in den USA das geilste Leben auf der Welt, wenn man richtig Geld hat. Okay, da können wir noch mal ein extra Ding drüber machen. Das ist eine ganz interessante Sache. Was haben wir hier noch? Warte mal. Wer macht dem anderen die meisten Komplimente und lobt am meisten? Ganz gleich. Nee, jetzt Nein. musst du auch ehrlich du. Antworten. Ja. Ja, Thomas macht nämlich nie Komplimente. Ich höre da nie was. Wahrscheinlich gibt es auch nichts zu komplimentieren, aber... Doch, aber es geht getreu dem schwäbischen Motto, nichts gesagt ist genug gelobt. Ist das nicht schlimm, ihr Frauen? Schreibt das ruhig in die Kommentare. Das ist nämlich so ein typischer Satz von einem Mann, der bloß nichts von seinen Gefühlen zeigen will, der nicht sagen möchte, oh, siehst du heute aber hübsch aus oder du gefällst mir. Also ich höre nie Komplimente. Ihr dürft mich gerne überschütten, ihr anderen, ne, die das jetzt lesen. Ich höre nie Lob, aber ich mache es sehr oft. Also ich sage sehr oft, oh, das Shirt steht dir gut. Oder heute Morgen zum Beispiel habe ich ihn gesehen, da ging er duschen. Dann habe ich ihm gefolgt und habe gesagt, hast du ein sexy Popo? Doch, das sage ich schon. Ah, da fragt jemand ganz nett, habt ihr Einschlafrituale? Sehr süß. Ja, wir gehen meistens um 20 Uhr ins Bett. Und kann auch 8:30 oder 9 sein. Gucken dann noch irgendeine Serie an. Aktuell gucken wir Sherlock Holmes, Elementary. Sehr neue Sherlock. Der neue Sherlock. Sehr interessant. Super. Mag ich. Ja. Und dann entweder kurz danach oder schon währenddessen schläft die Tina ein. Und ich gucke dann meistens noch eine andere Serie, die sie nicht so interessiert. Er dreht sich dann rum, also wir liegen zueinander gewandt und wir halten uns im Arm oder wir streicheln uns, während die Sendung läuft, sagen uns nette Sachen sehr oft. Nee, wir gucken die Sendung. Ach komm schon, das will er jetzt wieder nicht sagen. Und dann dreht er sich meistens um und ich kuschel mich an seinen Rücken an. Ich liebe das, diese Geborgenheit, dieses Schöne. Kuschel mich an seinen Rücken an und ja, ich weiß auch nicht wie, aber dann kann der Himmel einstürzen. Das ist mir dann ziemlich egal, weil dann schlafe ich ein. Und das ist sehr schön. Ja, also das ist so unser Einschlafritual jeden Abend. Ja. Das stimmt schon. Was haben wir noch? Hier fragt jemand, wer von euch beiden würde eher wieder zurückgehen nach Deutschland? Also ich auf gar keinen Fall. Nee, wer von uns es eher tun würde? Ja. Ja, ich auch auf gar keinen Fall. Aber ich glaube dann eher du, weil du bist so ein bisschen schon noch die Staatstreuere von uns. Nee, da liegst du aber komplett falsch. Nein, wenn ich zurückgehen würde, dann würde ich es nur tun wegen meiner Familie. Ja, genau. Also das ist ja nicht staatstreu, das ist familiär bedingt für mein Kind und für unser Enkelkind, ja, was wir jetzt haben. Also dann bist es doch aber eher du, weil ich würde es nicht. Aber
Ich würde es nur wegen der Familie tun. Aber zurückziehen tut mich in der Hinsicht nach Deutschland gar nichts. Das Land reizt mich nicht mehr, das Leben dort reizt mich nicht mehr. Nein, nein, das würde ich nicht mehr aufgeben für das Leben, was ich hier habe. Aber ja, so gesehen, also er würde auf gar keinen Fall gehen. Dann eher du. Mhm. So, haben wir noch was? Ja, da fragt jemand, das ist eine süße Frage. Wir haben da schon mal so ein bisschen angedacht, hättet ihr beide gerne ein Kind zusammen bekommen? Hm. Das ist eine süße Frage. Nein. Ich als typisch Frau und weiblich wieder mal, logisch, Frau ist weiblich, habe mir schon mal überlegt, wie das gewesen wäre, mit ihm ein Kind zusammen zu haben, wie es aussehen würde, wie goldig es wäre. Also es war mehr ein Wunschtraum, eine Wolke, die irgendwo geflogen ist. Von meinem realen Gefühl, nein, absolut nicht. Also ich möchte kein Kind mehr, selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht mehr haben wollen. Man muss ja auch sagen, ist ja ganz klar, wenn man sich, wenn man eine ältere Frau hat, für mich muss der Kindergedanke beendet sein, weil ansonsten ist es ja nicht von Dauer. Ja, Thomas, das ist schon, aber Sie fragen, hättet ihr gerne, wenn es gehen würde, ein Kind zusammen? Nee, aber nee, weil sonst hätte ich das ja gar nicht erst eingegangen. Okay. Wer von euch beiden ist mehr eifersüchtig, fragt ein Mann hier. Ich glaube, ich. Absolut. Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Überhaupt nicht. Weil ich habe eins gelernt in den Jahren, man kann nichts festhalten. Und wenn jemand gehen möchte, Thomas ist frei wie ein Vogel. Wenn er fliegen will, soll er fliegen. Aber dann fliegt er auch auf den nächsten Ast. Dann ist das Nest leider zu. Es gibt leider dann kein Zurück mehr. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das. Aber er ist mehr eifersüchtig, wenn wir so rausgehen. Uiuiui. Das haben wir auch. Och, das ist auch eine hübsche Frage. Da fragt hier, eine Frau fragt das. Wer vermisst den anderen zuerst? Ich dich. Ja? Ja. Ja, das stimmt. Du hast es mal erzählt, als ich 3-4 Tage musste ich mal ins Krankenhaus. Und da war ich nicht hier, da war ich in Bangkok, glaube ich. Und da habe ich mit ihm so gesprochen. Er ist nicht einmal aus dem Haus gegangen. Gell? Nee, und du rufst auch nie an. Nein. Ist das Kälte? Nein, das ist keine Kälte. Doch. Nein, ich glaube, ich möchte ihm einfach die Unabhängigkeit auch geben. Ich möchte ihn freigeben. Ignoranz. Ignoranz. Nee, das ist nicht Ignoranz. Es ist auch, wenn er zum Beispiel ausgeht mit seinen Kumpels. Ich wünsche ihm einen schönen Abend. Leute, ich mache es mir hier bequem. Ich mache mir was, einen Salat. Ich mache mir eine tolle Serie. Oder ich mache mir tolle Musik und so. Ich nicht einmal rufe ich ihn an oder frage nach. Es kann 12 Uhr werden. Es kann 1 Uhr werden. Würde ich nie nachfragen, wo bist du, was machst du? Ja, ich glaube schon, du vermisst mich eher als ich dich. Das, ja, stimmt schon. Also ich kann sehr gut allein sein. Ja. Das ist sehr süß. Jemand, jetzt fragt er da ein bisschen intimer, mal gucken, ob wir darauf antworten wollen. Wer schläft zuerst ein nach dem Sex? Ich. Das stimmt. Ich bin in Babbelaune. Kennt ihr das, ihr Frauen? Ich glaube, die Frauen haben das so. Ne? Wir wollen uns noch anschmiegen und sind noch so ein bisschen in der Babbelaune. Und plötzlich merke ich, dass der neben mir schnarcht. Weg ist er, weg ist er. Also das sind so süße Sachen. Ich weiß nicht, ob ich die Frage stellen darf, ob das zu viel ist. Aber gut, ich versuche einmal. Wer ist beim Sex offener, fragt jemand. Und da schreibt er dahinter, er meint nicht Praktiken. Ja. Was denn sonst? Nee, offener bedeutet ja nicht nur die Praktiken, sondern die Lust und Laune und wo und zeigt es. Und, ja, ist offener. Ich muss dazu sagen, ich bin Kind der 70er. Ich blicke die Frage ehrlich gesagt nicht. Nicht? Nee.
Ja, so Outdoor, wir haben den Pool, Ach so, wir gut. können überall, wir haben die Küche, wir haben In das Wohnzimmer, wir haben den Küchentisch. dem Punkt du, Ja. aber was Praktiken angeht, ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Frau muss nicht alles mitmachen, muss ich jetzt auch mal hier sagen und entschuldigt. Im Laufe der Jahre habe ich eben für mich festgestellt, was ich mag und was ich nicht mag. Und das ist okay, aber zum Glück reden wir da auch offen drüber. Also ich finde nichts schlimmer, wie wenn eine Frau oder auch der Mann alles mitmacht, was der Partner will, nur dass es dem Partner gut gefällt, oder? Wie siehst du das? Nix da, läuft nicht. Das ist süß, das ist echt süß. Also ihr Lieben, wir haben so viele schöne Fragen von euch bekommen. Ich gucke jetzt noch mal rüber, dass wir nichts hier. Es sind noch so viele andere, aber wir kommen gar nicht nach. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dran gehabt und wir sind ein wenig offen gewesen. Genau, und wollt ihr, dass wir das Format weitermachen? Dann schickt uns doch einfach eure Fragen über Facebook, Instagram oder schreibt sie einfach In die in die Kommentare auch. Kommentare. Könnt ihr auch machen. Wir nehmen alles auf, Instagram, Facebook, wie der Thomas sagte, und wir beantworten sie. Werden sie zu intim? Naja, dann werden wir schauen. Aber wir sind, glaube ich, schon sehr offen, oder? Ja. Ich denke auch. Also ich hoffe, ihr hattet Freude daran. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Schön kommentieren und schön abonnieren. Tschüss! Tschüss. Bye bye. Bye bye.